herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Dienstag, früher Nachmittag. Isabel und ich sind gerade nach Hause gekommen. Und ich habe einen Haul für euch abgedreht. Und jetzt helfen mir die Kinder beim Wegräumen. Wenn ihr da so ein bisschen in Isabels Bauch was klimpern, blitzen seht, ja, sie hat Bauchnabelpiercing heute machen lassen. Genau. Ja, die Kinder helfen mir ein bisschen, wir verräumen alles, das was umgefüllt werden muss, wie jetzt Raffi zum Beispiel gerade macht, Nudeln und so weiter oder ich dann Mehl, das füllen wir auch gleich um, damit es alles schön luftdicht verpackt ist und wir nicht wieder irgendwie überall Lebensmittelmotten haben. Ja, und dann geht es auch schon weiter mit Haushalt und allem, was so dazugehört. Isi steht ein bisschen in der Kamera rum. Raffi ist gerade von der Schule nach Hause gekommen, deswegen mache ich was Schnelles zum Mittagessen. Ich habe noch ein paar Nudeln von gestern übrig gehabt, also schmeiße ich die in die Pfanne mit ein bisschen Öl und in der Schüssel da hinten schlage ich ein paar Eier mit ein bisschen Milch und Rührei-Gewürz von Just Spices auf und dann kommt das über die gebratenen Nudeln und ja, schnelles, leckeres Mittagessen, Resteverwertung, alles zusammen. Und während da in der Pfanne alles vor sich hin brutzelt, räume ich den Geschirrspüler aus und wieder ein, was da so alles rumsteht. Man muss ja die Zeit sinnvoll nutzen und nicht zu weit vom Herd weglaufen, ne, damit nichts verbrennt. Verbinde ich das Ganze immer. Und dann rufe ich die Kinder, die essen und für mich geht es dann halt einfach weiter. Ja, gestern habe ich zwei Brote gebacken, jetzt sind die gut ausgekühlt und ich kann die verräumen. Ein Teil wird auf jeden Fall in solche Aufbewahrungsbeutel verpackt und in den Gefrierschrank gelegt, damit auf Vorrat mal was da ist vom selbstgebackenen Brot. Und der Rest kommt einfach ganz normal in den Kühlschrank, wo dann die Männer sich das abends nehmen können, um für den nächsten Tag ihre Pausenbrote zu schmieren. Dann verräume ich auch diese Schneidemaschine weg, mache die Arbeitsplatte sauber und gehe nach draußen. Als erstes müssen die vierbeinigen Mitbewohner einmal gefüttert werden. Ja, unsere Katzen leben nur draußen. Ich werde das immer wieder gefragt. Und dann gucke ich, dass meine Blümchen alle, die nicht vom Regen getroffen werden, ne, die jetzt da unterm Dach hängen oder auf der Fensterbank von außen stehen, die müssen ein bisschen Wasser kriegen. Da hinten auch. Und im Gewächshaus und im Tomatenhaus kommt natürlich auch kein Regenwasser so rein. Deswegen muss ich das alles einmal mit Gießkannen gießen. Es ist schon mittlerweile ein richtiger Dschungel da im Gewächshaus. Ich muss ein paar von den Gurken und auch hier links direkt neben der Tür sind Melonen. Die müssen einmal hochgebunden werden. Dann pflücke ich auch ein paar Gurken ab, die jetzt Isabel gestern nicht mit reingebracht hat. Es sind doch einige, die sie nicht gesehen hat oder nicht gepflückt hat, weil sie nicht wusste, ob die schon die richtige Größe haben oder nicht. Ja, das pflücke ich alles. Ich freue mich riesig. Ein paar Paprikas sind auch schon dran, ein paar Peperonis. Also es ist im Gewächshaus doch einiges, was
wächst. Ich zupfe nebenbei auch ein bisschen Unkraut weg. Und dann wasche ich meine Hände einmal in diesen Regentonnen ab und gieße die Tomatenpflanzen. Die müssen auch Wasser kriegen, weil sie ja Dach über dem Kopf haben. Da kommt auch kein Regen hin. Deswegen alle paar Tage mal mit der Gießkanne da einmal alles gießen. Und das war es dann an Gartenarbeit für heute, was ich euch zeigen will. Und jetzt bin ich im Haus und muss die nächste Spritze mir setzen. Die war eigentlich schon am Samstag dran, habe ich vergessen. Also mache ich das heute. Einfach schnell mal ins Bein und aua. Und jetzt ist schon ein bisschen später. Ich muss alles fürs Abendessen vorbereiten. Das heißt, ich schäle einmal einen Berg Kartoffeln und ein bisschen Gemüse, was gleich in die Frikadellen reinkommt. Und was und wie ich gerade vorhabe zu machen, zeige ich euch ein bisschen genauer. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt vor der Kamera, direkt näher dran. Ich habe euch heute ein bisschen durch meinen Tag mitgenommen. Angefangen habe ich mit dem Video erst am frühen Nachmittag, als ich mit Isabel nach Hause gekommen bin. Ihr bekommt auch einen Foodhaul von mir extra heute. Ja, heute gibt es zwei Videos. Ja, und dann habe ich hier ein bisschen, ja, hier und da was im Haushalt erledigt, auch im Garten minimal. Und jetzt stehe ich hier und muss Abendessen machen. Ich bin auch schon voll hier im Gange. Ich habe auch schon, Moment, Kartoffeln angestellt, hier für Stampfkartoffeln. Und hier steht auch schon mein Fleischwolf, denn ich muss gleich was durchjagen. Ich habe nämlich vor, Fischfrikadellen zu machen. Es gibt heute Fischfrikadellen mit Stampfkartoffeln und Soße. Und dann überlege ich gerade, ob ich noch Gurkensalat mache. Denn ihr habt ja gesehen, was ich da für Gurken gepflückt habe für einen Berg. Also es ist jetzt gerade so die Zeit, wo wir tatsächlich täglich mehrere Gurken ernten können. Und die Jungs nehmen schon immer zur Arbeit fleißig welche mit. Aber jetzt denke ich mal, kann ich auch einen Gurkensalat machen. Passt zum Fisch, finde ich auch sehr, sehr gut. Genau. Ich habe hier auch schon ein bisschen was geschält. Es wird werden Fischfrikadellen sein mit ein bisschen Gemüse drin. Ich habe hier zwei Möhren, eine Paprika, zwei Zwiebeln, die müssen auf jeden Fall rein, zwei Kartoffeln, kleine habe ich hier und dieses Prachtexemplar von einer Solo-Knoblauch, guckt euch wie groß das Ding ist, werde ich teilen. Ich werde so zwei Drittel in die Frikadellen reinschmeißen und ein Drittel lassen und in die Soße reingehen. Genau, und dann habe ich an Fisch hier verschiedenste Sorten. Es wird wirklich so ein gemischte Fischfrikadellen sein. Ich habe hier einmal Alaska Seelachs, solche Brötchen. Dann habe ich hier so Kabeljau Rückenfilets und einmal hier pazifischer Wildlachs. Das alles kommt jetzt einfach mal durch den Fleischwolf in die Schüssel rein. Und ja, wie es weitergeht, zeige ich euch. Aber erstmal muss ich alles hier ein bisschen vorschneiden und durchjagen. Ja, den Fisch packe ich jetzt einmal aus und schneide in etwas schmalere Streifen, damit die besser durch die Öffnung beim Fleischwolf passen, ein bisschen abspülen. Und dann wird alles zusammen durch den Fleischwolf gejagt, so wie ich das euch vorhin gezeigt habe, was an Gemüse da jetzt liegt. Der Fleischwolf ist von Bosch,
den habe ich mir irgendwann mal, ich glaube vor 2 Jahren oder so, bei Penny im Angebot gekauft. Penny hat ja immer wieder auch solche Geräte, ne, von Bosch vor allem, finde ich ganz toll, dass sie das immer wieder im Angebot haben. Und das Ding ist wirklich gut. Also ich bin sehr zufrieden damit. Sowas wie Fischfrikadellen kaufe ich nicht mehr. Ich mache das alles selber. Ja, 2 Scheiben Toast habe ich gerade noch geholt und das kommt auch mit in diese Fischfrikadellenmasse mit rein. Dann einfach alles schnell wegräumen und dann geht es auch schon weiter. So ihr Lieben, so schaut das jetzt aus. Ich habe alles durchgejagt, was ich euch vorhin gezeigt habe und jetzt machen wir einfach mal weiter. Ich gebe hier ein Ei rein. Zack. Dann habe ich ja gerade nachbestellt gehabt, kam letzte Woche an, Fischgewürz von Just Spices. Bis Ende der Woche könnt ihr noch die Gelegenheit nutzen und den Rabattcode einsetzen. So, ich gebe jetzt ein bisschen was von dem Fischgewürz rein. Hier in diese Mischung. Was haben wir da alles drin? Meersalz, Pfefferschwarz geschrottet, Rohrzucker tatsächlich, Ingwer, Korianderblätter, Koriander gemahlen, Zitronengras, Lauch gemahlen. Ja. Das sind jetzt die Zutaten hier drin. Genau, ich habe jetzt nicht mal einen Teelöffel, ein bisschen weniger reingetan. Dann Salz natürlich. So viel ist ja in der Mischung nicht dran. Ich gebe auch ein bisschen Dill dazu. Und Pfeffer. Und vermische das Ganze einmal miteinander. So, ich habe jetzt ein bisschen vermischt und gebe Paniermehl mit rein. Ja, wir nehmen jetzt so einen Löffel. Hier so einen Löffel. Ja, das ist ein Servierlöffel, was weiß ich, was für ein Löffel das ist. Ein paar davon gebe ich jetzt in die Masse rein. Memo an mich, Paniermehl kaufen. So, und jetzt schmeiße ich schon mal die Pfanne an. So schaut jetzt die Mischung aus, also unsere Masse. Ich gebe in die Pfanne einfach mal Öl rein und brate die Frikadellen von beiden Seiten gut an. Und hier in diesen Teller gebe ich ein bisschen Paniermehl rein. Ein bisschen Pfeffer in das Paniermehl, ein bisschen Salz und tatsächlich sogar auch hier ein klein bisschen so eine Prise von diesem Fischgewürz nehme ich auch noch mit rein, vermenge das Ganze. Und dann bauen wir einfach die Frikadellen fertig. Also einmal noch mit der Hand gucken, dass auch von unten alles mit dem Mixer aufgesammelt wurde, durchgemengt. Und jetzt machen wir einfach mal die Frikadellen. Und zwar so groß, wie man möchte. Und im Paniermehl wenden. Ja, und dann, wenn das Öl heiß geworden ist, gebe ich einfach die Fischfrikadellen in die Pfanne rein und brate die an. Mehr ist das nicht. Ja, ich packe ein paar Frikadellen in die Pfanne rein, die da jetzt halt reinpassen. Und den Rest forme ich schon mal fertig und lege da auf das Brett hin.
damit ich auf der Arbeitsplatte ein bisschen mehr Platz habe, damit ich diese Schüssel und den Teller gleich wegräumen kann. So, ihr Lieben, die ersten Frikadellen werden sogar schon langsam fertig. Ja, so lecker sehen die aus. Die hole ich einfach mal raus, die schon fertig gebrutzelt sind. Ist ja Fisch, der braucht nicht wirklich lange. Ja, muss ich jetzt auch schon die Soße fertig machen, aber als erstes schmeiße ich noch die nächste Ladung rein und drehe diejenigen um, die schon drinnen sind. Ah ne, noch nicht. Okay, die brauchen noch ein bisschen. Und jetzt kümmern wir uns einfach mal um die Soße. Ich habe jetzt da hinten einen Topf hingestellt und brauche Butter für die Mehlschwitze. Und ja, Butter und Mehl, ich habe das euch schon ein paar Mal gezeigt. Die Butter habe ich jetzt drin, die darf schmelzen und dann brauchen wir Mehl. Ist ja Mehlschwitze, ne? Wenn die Butter angefangen hat zu schmelzen, kommt Mehl rein und dann mache ich, das wird eine Joghurtsoße sein, also Joghurt, ich weiß nicht wie viel davon genau, und ein paar Kräuter müssen auf jeden Fall rein. Den Knoblauch, den überlege ich noch. Ich glaube, den mache ich auch noch rein. Und Milch kommt auch noch dazu. So, jetzt fängt die Butter an zu schmelzen. Und deswegen gebe ich Mehl rein. So, 1,5 Esslöffel. Und dann wird das Ganze gerührt. Und gerührt und gerührt. Es entsteht so ein Klumpen im Topf und deswegen, ja, wir brauchen jetzt noch Flüssigkeit. Ich gebe nach und nach erstmal Milch rein und die ganze Zeit rühren, 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 damit dieser Klumpen zerschlagen wird. Einfach mal schlückchenweise nach und nach die Flüssigkeit zugeben, ob ihr nun jetzt Milch nehmt oder Brühe oder Wasser, was auch immer man will, reingeben und die ganze Zeit fleißig weiter rühren. Und dann Joghurt. Also so ein Becher auf jeden Fall. Vielleicht 1,5, je nachdem wie viel ihr jetzt an Soße haben möchtet, und weiter rühren. Nebenbei bloß den Fisch nicht vergessen. Die Soße einmal kurz rüber schieben, damit das nicht verbrennt alles. So, die Soße wieder zurück, auf jeden Fall runterstellen die Hitze. Und dann muss man das verfeinern, wie man es lustig ist. Halt, ne? Ich gebe auf jeden Fall ein bisschen Zitronensaft rein. Dann brauchen wir logischerweise Salz. Und auf jeden Fall auch Kräuter. Ich habe hier Schnittlauch. Ja, kommt schon. Und Dill.
und ein bisschen Pfeffer. Und Knoblauch, wer mag. Ein bisschen Knoblauch. Ja, und jetzt muss die Soße einfach nur ein paar Minuten köcheln. Das ist auch alles. Wenn die Soße zu dickflüssig wird, kann man immer noch ein bisschen Milch dazugeben. Wer mag, oder Brühe, was auch immer, Flüssigkeit auf jeden Fall. Einmal probieren, ob genug Salz und so weiter drin ist. Ganz, na toll! Großartig. Ja, ich kann es auch. Ja, auf jeden Fall ein bisschen nachwürzen, abschmecken. Und dann nur köcheln lassen. So, die Soße blubbert vor sich hin. Die kann ich sogar gleich schon ausmachen. Braucht nur ein paar Minuten eigentlich, dann ist die auch schon fertig. Genau, aus. Die Frikadellen sind die letzten schon hier drin in der Pfanne und die Kartoffeln sind auch gleich durch, sodass ich die stampfen kann. Aber bevor ich das mache, mache ich Gurkensalat aus unseren eigenen Gurken. Ich habe dafür jetzt den Speedy genommen und dann machen wir das jetzt einfach mal ganz schnell noch fertig. Guckt mal, mit dem Teil richtig schön feine Stückchen, Scheibchen. So, Gurkensalat. In der Mikrowelle ist gerade Milch drin für die Stampfkartoffeln. Nicht drin. Also, in den Gurkensalat nehme ich Essig, und zwar so ein Kräuteressig. So 2-3 Esslöffel erstmal. Nicht zu viel am Anfang, lieber nachwürzen. Dann ein paar Esslöffel genauso Öl, Salz, Pfeffer, die mal schon fertig gemahlenen, und entweder Schnittlauch gefrorenen oder frischen habe ich nicht. Irgendwie wächst sowas bei mir nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Lust mehr. So, Schnittlauch ein bisschen rein. Oder Zwiebel, das ist auch gut. Und ein bisschen Dill. Und Wasser. Mehr nicht. Jetzt wird das Ganze einfach gut miteinander vermengt. Man kann auch gut die Hand dafür nehmen. Ich glaube, ich nehme sogar jetzt hier die Hand. Mehr Wasser auf jeden Fall. Probieren und nachwürzen. Ob ihr jetzt noch mehr Essig braucht oder Salz. Fertig ist der Gurkensalat. Mehr ist das nicht. So, ihr Lieben, Essen ist fertig. So schaut's aus. Soße, Stampfkartoffeln, Frikadellen. Ich mache jetzt eine mal auf und zeige euch, wie die von innen aussehen. Richtig gut geworden. Ja, und hier habe ich Gurkensalat aus eigenen Gurken. Besser geht's nicht. Genau. Essen ist fertig. Die Familie hat Hunger, deswegen rufe ich die jetzt zusammen. Wir essen. Danach dürfen die Mitbewohner hier ein bisschen sich auch betätigen mit
Geschirrspüle ausräumen und einräumen und einmal durchsaugen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir haben jetzt kurz vor 8. Die Kinder haben gerade den Geschirrspüler aus- und eingeräumt, also Raffi und Isi. Christian hat ein bisschen durchgesaugt, also die haben das erledigt, worum ich die gebeten habe. Und ja, jetzt ist auch Feierabend. Auch der 5. Jahrestag ist jetzt vorbei. Davon erzähle ich euch im Food Hall ein bisschen. Ja, heute ist der Jahrestag von meinem Kanal. 5 Jahre bin ich dabei. Und ja, es macht nach wie vor Spaß. Mehr wollte ich in diesem Video jetzt nicht dazu sagen. Heute war ein ganz normaler Tag mit Hausarbeit, Gartenarbeit, Einkaufen, Kochen und so weiter. Ich habe heute nichts irgendwie geplant gehabt, weil es unter der Woche ist. Keine Feier oder sonst irgendwas zum 5. Jahrestag. Ich glaube, das muss auch nicht unbedingt sein. Ja, aber erwähnen wollte ich das auf jeden Fall. Genau. Das Essen war sehr lecker. Fisch ist ja auch wirklich gesund. Und man, ja, braucht ab und zu dann doch schon so gewisse Sachen, die nur im Fisch vorhanden sind oder in größeren Mengen, Omega-3 und so weiter. Rafi hat sich auch gefreut, der ist ja gerade so, ne, auf dem Trip Muskelaufbau, gesünder ernähren und so weiter und so fort. Wünscht sich wahrscheinlich zu seinem Geburtstag, der jetzt in 3 Wochen ist, Gewichte, Hantel. Er weiß nur noch nicht, ob er Hantelbank oder Kurzhanteln sich wünschen soll. Also das gucken wir noch. Wie damals Manuel. Und ich glaube, das war bei ihm zum 15. Geburtstag. Da hat er sich das gewünscht gehabt. Da war er genau in so einer Phase wie Raffi jetzt. Auch. Mit Fitness und Laufen und was weiß ich und irgendwelche ja, Ernährung umgestellt ein bisschen. Und das alles gerade hat Raffi angefangen jetzt, so vor einer Woche oder so. Auf einmal, so ganz spontan, warum auch immer, weiß ich nicht, freut mich natürlich. Ich freue mich richtig, wenn mein Kind irgendwas macht und nicht nur die ganze Zeit vorm PC sitzt, aber naja. Interessant trotzdem zu sehen, die Entwicklung und auch die Ähnlichkeit. Und wiederum auch die Unterschiede. Christian hat sich nie dafür interessiert. Der hat das nie gemacht. Bei ihm war das, oder immer noch, der ist 22, immer ist das immer noch nicht wirklich wichtig, wie er aussieht. Oder, ja, irgendwas anderes zu machen. Ja, zu Hause arbeiten, okay, der war jetzt schon, der ist schon ab und zu mal unterwegs auf irgendwelchen Partys oder mal mit seinen Kumpels, ja, letztens Panzermuseum oder an See oder sonst irgendwo. Aber das ist auch alles. Und Raffi ist da ganz anders. Die Kinder sind echt so unterschiedlich, egal wie ähnlich sie sich aussehen, ne? Die sind so unterschiedlich, alle. Genau. Auf jeden Fall. Fisch wurde heute sehr begrüßt zum Abendessen. Die Soße war sehr lecker. Stampfkartoffeln sowieso. Die werden hier bei uns immer sehr gerne gegessen. Gurkensalat aus eigenen Gurken. Juhu, ne? Also von allen ist auch schon alle. Also wurde sofort aufgegessen. Also Mama hat alles richtig gemacht. Freut mich auch immer wieder mal. Ja, und jetzt ist Feierabend. Ich setze mich jetzt nur noch an den PC, bearbeite die beiden Videos, also den Food Hall und so eine, ja, nicht gerade kleine Ansprache zum Jahrestag. Ein bisschen was erzählt habe ich euch in dem Video. Wer Interesse hat, ich denke, das kommt vor dem regulären Vlog. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Ja, und jetzt mache ich hier Schluss. Ich bedanke mich auch in diesem Video noch einmal ganz herzlich bei euch. Dafür, dass ihr da seid, dafür, dass ihr mich unterstützt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Auf die Glocke klicken, dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir. Bleibt gesund, ihr Lieben, und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.